Okay, guten Morgen allerseits. Leute, ich bin gerade hier an mein Motorrad rangekommen. Und was sehe ich? Hier in dem Bereich befand sich mal mein herzallerliebster Helm. Das Einzige, was sie noch gelassen haben, war das. Aber ich muss auch dazu sagen, der Helm ist mittlerweile durchgeschwitzt, hat 7000 Kilometer gute Dienste geleistet, das Schild war zerkratzt und ich dachte mir eigentlich, wie räudig muss man sein, dass man dann schon auf sowas angewiesen sein muss. Also, naja, wir sind in Kroatien, das ist das erste Mal, dass mir was geklaut wird auf dieser ganzen Tour und ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht, weil ich habe bis jetzt generell meinen Helm überall irgendwo liegen lassen. Und ich dachte eigentlich, Kroatien gehört nicht zu den so armen und hilfsbedürftigen Ländern, dass man doch hier noch niemals seinen Helm draußen lassen kann. Naja, gut, sei es drum. Wir machen jetzt unsere Tour. Das ist ganz lustig. Ich habe eben gerade mit den Born to be Wild angeschaut und das hat mich ein bisschen inspiriert. Naja, mal ohne Helm zu fahren, dass es natürlich gleich so kommt. Ich muss jetzt irgendwie versuchen, morgen mir einen Helm aufzutreiben oder ich mache dann erstmal meine Tour ohne Helm weiter. Werden wir sehen, wie lange das geht. Weil irgendeine Schüssel hole ich mir natürlich nur auch wieder nicht, ne? Und so ergibt sich das eine und das andere. Immer Lauf der Dinge. Ich sehe es positiv. So teuer war die Schüssel nicht. Und ersetzen wollte ich sie auch, aber eigentlich nicht sofort. Ne? So. Man kann eigentlich nur darüber lachen. Und ich dachte mir, ich nehme jetzt noch mal ein Video auf darüber. Und shit happens. Ganz einfach. Ne? Sehr schön, dass sie noch das Motorrad da gelassen haben. Wahrscheinlich war es den Kinderchen zu schwer. Oder ist doch ein bisschen auffällig, hier mit einer Indien rumzufahren. Eine Harley ist schon was anderes. Die fährt fast jeder. Aber eine Indien schon was anderes. Ne? Gut. Soweit, so gut. Bis jetzt. Aber ich habe schon geguckt hier im Umkreis irgendwie, hier, ob man vielleicht Fußballer mitgespielt hat. Ich gehe jetzt einfach mal von Berliner Kiddies aus, ne? Einfach falscher Ort, falsche Zeit, falsch abgestellt und ich habe ja nichts dagegen, wenn man mal kurz einen Helm ausleiht, ne? Und den dann einfach wieder dazu tut oder beziehungsweise ranhängt. Aber das ist natürlich schon abgefahren, ne? Aber ich finde hier wirklich im Umkreis so von 50 Metern hätte ich mal gedacht. Irgendwie so ein Gag gemacht oder so, irgendwo aufgesetzt und dann wieder abgelegt. Aber nein, es ist wirklich weg. Mein Helm ist weg. Was machen wir nun? Gar nichts. Wir fahren weiter. Als hätten wir einen auf. Okay, also, Easy Rider, live hier in Kroatien. Ich wünsche euch was, macht was Schönes, nutzt das schöne Wetter und wir sehen und hören voneinander. Ich bin mal gespannt, wie weit ich fahren kann. Bye bye.